Hey und schön, dass du dabei bist. In diesem Video erstellen wir eine 3x3 Fotogalerie in After Effects. Dazu habe ich mir einmal 9 Bilder in After Effects reingezogen und dann können wir uns auch schon eine neue Komposition erstellen. Ich habe hier die Standardeinstellungen mit einer Zeitdauer von 10 Sekunden. Das sollte völlig ausreichen. Nehmen wir die Komposition noch in Main um. Das wird unsere Hauptkomposition. In dieser Hauptkomposition erstellen wir uns eine neue Farbfläche. Ich verwende eine weiße Farbfläche, das wird dann unser Hintergrund. Und dann können wir auch schon unser erstes Bild in unsere Hauptkomposition einmal reinziehen. Ich habe hier Bilder mit verschiedenen Größen, es macht aber nichts, denn jedes Bild setzen wir nochmal einzeln in eine Unterkomposition und können es darin anpassen. Also ich wähle das Bild einmal aus, das ich reingezogen habe, mache einen Rechtsklick darauf und erstelle eine Unterkomposition. Ich wähle hier den Punkt aus alle Attribute in eine neue Komposition verschieben, nenne die Unterkomposition einmal Bild 1. In der Unterkomposition kann ich dann das Bild richtig skalieren und positionieren, wenn ich das möchte. Einmal, dass die ganze Komposition hier gefüllt ist mit dem Bild, wechsle dann wieder in meine Hauptkomposition und kann das Bild entsprechend runterskalieren. Ich möchte hier dieses 3x3 Gitter haben. Ich skaliere das erste Bild auf 35%, das ist jetzt schon perfekt in der Mitte und kann hier die restliche Komposition noch mit Bildern füllen. Dafür wähle ich einmal mein Bild 1 aus, dupliziere das zweimal, drücke dann die Taste P für die Position und passe dann entsprechend die anderen beiden Bilder an den Rand an. Um das Bild jetzt austauschen zu können, müssen wir in unserem Projektfenster, da ist Bild 1, duplizieren für Bild 2 und Bild 3. Dann wählen wir in unserer Hauptkomposition ein Bild aus und mit gehaltener Alt-Taste können wir jetzt hier ganz einfach die Komposition ersetzen. Das gleiche mache ich noch mit Bild 3, einmal Alt-Taste gedrückt halten und ersetzen. In unserer Hauptkomposition, wenn wir jetzt hier auf das Bild 2 klicken, können wir ein neues Bild darüber ziehen und die Skalierung wieder anpassen, gegebenenfalls noch positionieren und hier sehen wir, hat sich das Bild nun ersetzt. Das gleiche mache ich für Bild 3, wähle ein neues Bild, ziehe es wieder rein und skaliere es noch. Und jetzt haben wir hier schon mal 3 Bilder erstellt, jetzt fehlen hier uns noch oben und unten 3 Bilder, dafür wähle ich einmal Bild 1 bis Bild 3 aus, dupliziere das in unsere Hauptkomposition, bringe das jetzt einmal übereinander. Drücke die Taste P für die Position und verändere dann die Y-Achse der Bilder. Ich kann hier auch noch die X-Achse verändern, um ein bisschen Variation reinzubekommen. Das gleiche mache ich dann noch einmal. Ich dupliziere 3 Bilder, bringe sie wieder übereinander, drücke die Taste P für die Position und setze sie diesmal nach unten. Um jetzt hier die Bilder auszutauschen in meiner Hauptkomposition, muss ich hier in meinem Projektfenster noch 6 weitere Bilder erstellen. Also ich dupliziere hier noch weitere Kompositionen und tausche sie dann nur wieder aus. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich hier dann Bild für Bild ersetzen. Gehe dann wieder in eine Unterkomposition rein und kann dann einfach ein neues Bild darüber ziehen. Dieses wieder skalieren und das für alle weiteren Bilder machen. Wenn ich dann alle Bilder eingesetzt habe, möchte ich das Ganze hier noch etwas animieren. Dafür erstelle ich mir ein Nullobjekt, einmal einen Rechtsklick, Neu und Nullobjekt auswählen. Auf dieses Nullobjekt weise ich jetzt Bild 7, 8 und 9 einmal zu. Dafür nehme ich das Auswahlwerkzeug und setze es aufs Nullobjekt. Jetzt sind diese 3 Unterkompositionen hier mit dem Nullobjekt verbunden. Dann drücke ich die Taste P bei meinem Nullobjekt, setze ein Keyframe für die Position, gehe dann auf 4 Sekunden und verändere jetzt die X-Achse. Dann bringe ich hier etwas Bewegung in meine Fotogalerie. Das gleiche mache ich für die oberen 3 Bilder. Ich erstelle mir wieder ein neues Nullobjekt,
Weise diesmal Bild 4, 5 und 6 darauf zu. Wähle das Nullobjekt aus, gehe wieder am Anfang meiner Zeitleiste, erstelle einen Keyframe und auf 4 Sekunden lasse ich die Bilder wieder in die X-Richtung wandern. Zum Schluss möchte ich die komplette Fotogalerie hier etwas skalieren. Dafür wähle ich alle meine Ebenen aus, bis auf unsere Farbfläche, unseren Hintergrund, mache einen Rechtsklick, unter Komposition erstellen und dann das Ganze einmal Gitter. Gehe dann wieder in meine Hauptkomposition, gehe am Anfang meiner Zeitleiste, drücke die Taste S für die Skalierung und auf 4 Sekunden können wir das Ganze etwas nach oben skalieren. Und fertig sind wir mit der einfachen Animation eines 3x3 Fotogitters.